Wiederholbare Player-Pick-SBCs zum ersten Mal in FIFA 19 Plus. Die Headliner-SBC von Arnautovic. Alles hier in diesem Video. An diesem Mal ist die Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt den Tag bis jetzt gut überstanden, beziehungsweise das Wochenende. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir für euch. SBC King ist endlich wieder zurück. Wir haben heute jede Menge zu tun, denn wir werden heute insgesamt 10 Player-Picks öffnen, die als SBC rausgekommen ist. Wir werden Packs öffnen von den Top-Partien, von den Headliner-SBCs. Wir werden Arnautovic-SBC abschließen und das alles in diesem Video. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich riesig über euren Support mitnehmen. Einen Daumen nach oben, Freunde, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um mich weiterhin zu supporten, um weiterzumachen, World to CR7, Team of the Year weiterhin zu verfolgen. Es läuft zurzeit ganz gut, folgt mir da unbedingt auf Twitter, denn ich werde fast jeden Tag ein Update geben. Wir haben jetzt in 3 Tagen knapp 730.000 Münzen ertradet. Das sieht nicht so schlecht aus. Tech Aviar läuft sehr, sehr gut. Und da werde ich auch meine Verkäufe und alles zeigen. Also folgt mir unbedingt auf Twitter oder auf Instagram. Das Video entsteht wieder in Kooperation mit OneFootball. Und falls du PSN oder Xbox-Karten für das Headliner-Event noch brauchst, schau unten beim Sponsor MMOGR vorbei. Denk aber dran, Packs ziehen kann süchtig machen. Jetzt gehen wir erstmal rein in die ganze Sache. Und zwar wollen wir als allererstes erstmal zu den SBCs gehen. Bevor wir die Player-Auswahl machen. Ihr seht, wir haben schon favorisiert. Geht auf jeden Fall jeden Tag rein und macht auf jeden Fall die täglichen SBCs der Headliner. Das ist schon mal wichtig, weil die sind meistens nicht teuer und bekommt ein gutes Pack. Spielerwahl-Upgrade, das ist das, was wir heute 10-mal ziehen werden. Da haben wir eine Auswahl von 4 seltenen Goldspielern. Ob da was Krankes dabei ist, werden wir sehen. Die ganzen sind aber auch untradable, also denkt dran, untauschbar. Des Weiteren haben wir die Marko Arnautovic SBC und diese Karte sieht sehr, sehr gut aus. Er ist 1,92 groß, Hochmittelarbeitsraten, schwacher Fuß, 4 Sterne, genauso wie Spezialbewegungen. 85er Tempowert, 87 Schießen, 84 Passen, 87 Dribblings, 87 Physis. Das Schöne an den Headliner-Karten ist erstens das Design, gefällt mir unfassbar sehr. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Und diese Headliner-Karten haben immer ein Upgrade mehr als der normale Info, bedeutet der erste oder zweite Info von Arnautovic hat eine 86er Rating, dadurch hat die Headliner 87, kriegt er jetzt eine Info, wird die Headliner Karte auf 88 geupgradet, das bedeutet es sind dynamische Karten, aber ich denke mal, das habt ihr jetzt schon mitbekommen. Er hat eine 89er Stärke, er hat eine Schusskraft von 92, Antritt passt, Sprintgeschwindigkeit passt, allgemein Schuss passt, Dribbling und Physiswerte sind sehr sehr gut, 83er Ausdauer, Kopfballpräzision ist überragend und deswegen muss ich echt sagen, Halleluja, diese Karte gefällt mir unfassbar gut und diese wollen wir heute auch abschließen. Und zwar mit 2 SBCs. Insgesamt der Kostenpunkt dieser 2 SBCs beträgt knapp 140.000 bis 150.000 Münzen. Ja, aktuell kostet sie, wenn mich nicht gar alles täuscht, 148.000 Münzen. Ihr habt 2 SBCs, einmal West Ham, einmal Premier League. Die West Ham SBC kostet euch 120, Premier League SBC insgesamt 30.000. Und da gehen wir direkt mal rein auf die Premier League SBC, denn hier brauchen wir für ein Prime Electrum Spielerpack Team of the Week mindestens 1 Spieler, Premier League mindestens 2, Nationalitäten mindestens 4, Teamgesamtbewertung von 83, Teamchemie von 75, Anzahl der Spieler im Team 11. Wenn ihr hier clever gehandelt habt und so wie ich es gesagt habe, einfach mal eure 83er aufgefüllt habt, dann könnt ihr diese eigentlich noch günstiger machen, als sie vielleicht kostet. Denn bezahlt haben wir 1,3 für Subasic, Mandanda 1,3, Rami 1,3, wir haben Klick Erstbesitzer, wir haben Keita 1,5, Erstbesitzer Strootmann, der ist ein Tradable, genauso wie Payet, genauso wie Jorginho. Wir haben Bergui Info mitgeholt für 16.000 Münzen, Memphis Depay 1,6 und 1,5 für Balotelli. Also so teuer war die insgesamt nicht, die SBC. Kann man natürlich absenden, damit haben wir dann auf ganz entspannt schon mal die erste SBC von insgesamt 2 abgeschlossen. Machen wir weiter, ihr seht schon, wir haben insgesamt schon 7 Packs hier aufgespart, darunter sind halt die Top-Partien mit am Start. Jetzt kommt noch das letzte Pack hinzu, was wir heute ziehen werden, zu den 10 Player-Picks und zwar einmal West Ham. Hier Kostenpunkt, wie gesagt, 120.000 Münzen auf der Playstation, 123 auf der Box und 145.000 auf dem PC. West Ham United Spieler, mindestens 2 Spieler aus derselben Liga, maximal 7. Teamgesamtbewertung von 85, Teamchemie 80, Anzahl der Spieler im Team 11. Und hier kommt es zugute, dass wir die Division Rivals Untradable Packs genommen haben, denn da haben wir natürlich ein paar eingebaut. Sergio Asenio. 4.200, 10.250 für Cavaral, weiß nicht den aktuellen Preis, der wurde ja bei dem Spiel gegen Broski benutzt, 38.000 für Casemiro, 2,4 für Nacho Fernandes, wir haben Untradable Felipe Luis, 11,75 für Robben, Untradable Martinez und Thiago.
Dazu 13.000 für Ribéry, 1,3 für Lanzini und 5.900 für Arnautovic selber. Den kriegen wir jetzt mit 5 Stärkepunkten mehr. Deswegen schließen wir auch diese SPC ab. Dafür kriegt man ein Prime Gold Spieler Pack, also ein 45k-Set. Den Walkout wollen wir uns natürlich geben. Und danach gehen wir direkt in die Player Picks über. Ja, Arnautovic ist da. Vor allen Dingen vom Kartendesign, das Trikot von West Ham passt halt so unfassbar gut zu dem Kartendesign. Weltklasse. Das ist der erste Headline-Spieler, den wir hier bekommen werden. Vielleicht ziehen wir noch einen oder bekommen einen aus dem Player-Pick. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber Arnautovic ist da, sieht richtig gut aus. Da kommt er raus, er ist 1,92 groß. Gerade nach dem neuen Patch ist er echt nicht so schlecht zu spielen. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich Ibra einwechsle. Aktueller Weekend League stand übrigens 8,2. Mit unserem BVB-Team, dazu das Bayern-Dreieck, Alaba, Boateng und Neuer, habt ihr ja abgestimmt bei Twitter und auch bei YouTube und deswegen nehmen wir das Ganze mal mit. Arnautovic ist da, aber wir gucken mal, wen wir noch so bekommen werden. Übrigens sehe ich gerade, wir haben sogar 11 Player-Picks und wir starten ganz entspannt mal rein. Was wir ziehen, werden wir sehen. Untradable sind sie, let's go, erster Player-Pick ist folgender. 82er Visca. Jetzt ist halt die Frage, wen nehmen wir eher mit? Ich denke, wir nehmen immer den höchstbewertetsten Spieler mit, um einfach auf Chemie zu kommen. Na gut, es ist schwierig. Ich denke, wir gehen mit den Spielern, die die meiste Chemie bringen könnten bei bestimmten SBCs. Deswegen Engländer, Oxlade-Chamberlain nehmen wir erstmal mit. Machen wir weiter mit Spielerwahlobjekt Nummer 2. Let's go. Das Video wird auch nicht ganz so krass geschnitten, kann ich euch jetzt schon mal sagen, weil ich sehr, sehr stark im Zeitdruck bin. Davis haben wir hier, auch hier aus der Premier League, kann man immer gut gebrauchen. Weitermachen wir. Insgesamt kostet übrigens euch so eine SBC knapp 6k. Ich habe sehr viel aus den Untradables gemacht. Ja, bis jetzt lohnt sich das Ganze noch nicht wirklich. Kajubi, Amati ist halt 75er Rating. Podons, Prato, wir gehen mal mit Kajubi. Brasilianer aus der Bundesliga könnte immer mal wieder was wert sein. Nächster Player Pick, auf geht's, come on. Gib uns was Gutes. Ja, Gabriel Paulista. Sehr nice. Nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Das Schöne ist halt, dass wirklich angezeigt wird, ob wir die schon besitzen oder nicht. Gabriel Paulista ist okay. Wir machen uns unser eigenes 50k-Pack, weil das sind 12 Objekte. 83er Laporte. Die erste Tafel wird uns hier auf ganz entspannt, entgegengeworfen. Unser eigenes 50k-Pack ist das halt wirklich, weil es sind 12 Objekte. Habt ihr Bock, dass wir das nochmal machen? Vielleicht mit einem 100k-Set? Let's go! Inform Bergui, gerade abgegeben. Sehr, sehr nice, auch wenn er untradable ist. Aber hey, in Inform nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Sehr, sehr geil. Gabriel Paulista war nochmal da, genauso wie Lukas. Aber hey, der erste Inform, Headliner. Wir haben noch insgesamt 5 davon übrig. Ein Headliner hätte ich nichts dagegen oder hoch bewertete Spieler. Rami ist mit am Start. Franzose, guter Innenverteidiger, kann man immer gut wieder in SBCs abgeben. 4 Stück haben wir noch, let's go. Come on, ich feiere das mega, ohne Mist. Sokratis, 84er Rating. Ja, das Pack ist besser als ein 50k-Pack. Ja, auch wenn wir 56, vielleicht 62k hätten wir vielleicht ausgegeben. Ja, machen wir weiter. Das war's komplett. Wir gehen mal mit Morica. Linker Außenverteidiger aus der spanischen Liga, falls wir irgendeine SPC davon machen wollen. 2 haben wir noch, let's go. Unser eigenes 50k-Pack wird vervollständigt mit diesem Spieler. Felipe. Und ich weiß nicht, ob wir Felipe schon untradable haben. Ich hoffe nicht. Wir nehmen Kolarov. Dann nehmen wir Kolarov mit. Ich glaube nämlich, Felipe haben wir schon untradable und den dann abzustoßen wäre halt Quatsch. Let's go. Noch ein Spielerpack mit der Nase. Come on. Danach gehen wir zu den Packs über. Nochmal was Gutes. Komm schon, EA. Jawohl. Zweite Info um Hilton. Let's go. Da hat sich das natürlich gelohnt. Da hat sich das Ganze definitiv gelohnt. Unser eigenes 50k-Pack. Bedeutet Arnautovic, Bergui, Hilton, Sokratis, Laporte. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Das sind richtig gute Spieler und die nehmen wir natürlich sehr gerne alle mit. Weltklasse, Jungs. Das ist Weltklasse. Ich habe darauf Bock. Wollen wir das in den nächsten Tagen nochmal machen? Schreibt mir das unbedingt rein. Da machen wir nochmal unser eigenes 50k-Pack. Ja? Oder wir machen unser eigenes 100k-Pack. Ich feiere diese SBCs. Holy moly. Wir machen weiter mit den Packs natürlich. Wir haben nämlich noch 8 Stück übrig. Und da... ja, kann noch einiges kommen. Ja, hoffen wir zumindest. Wir starten rein mit dem Jumbo Gold Pack. 3 seltene Spieler nur. Walkout wird es wahrscheinlich nicht werden. So sieht's aus. Wird es eine Tafel? Das ist die Frage. Leider nicht. Das ist ZM, Olympique Lyon, Ndombele. Gold Spieler Pack. Let's go. 7 Packs haben wir noch verbleiben. Vielleicht ziehen wir ja wirklich noch irgendwann mal einen Walkout.
hätte ich natürlich nichts dagegen. Ja, gerade aus der Arnautovic SBC, dass man vielleicht mit plus minus 0 rausgehen würde, ne, wäre natürlich sensationell für Goody im Gold-Pack oder Gold-Spieler-Pack. Ich weiß gar nicht, was es für eins war. Ja, Gold-Spieler-Pack ist okay, nehmen wir mit. Seltenen Spieler werden wir erstmal abstoßen und wir machen weiter mit dem Elektrum-Spieler-Set klein. Eine seltene Karte nur. Ob da ein Walkout rauskommt, ich denke eher nicht. So sieht's aus, da hätten wir richtig viel Luck haben müssen. Ja, keine Tafel. Seltener Spieler wird hier, ja, Toko Ekampi. Okay, wir machen weiter mit dem Premium-Gold-Spieler-Pack. 25k-Pack. Das Kartendesign oder das Pack-Design sieht auch so unfassbar gut aus. Auch hier kein Walkout. Was wird drin sein? Keine Tafel. Na, einfach mal gar keiner, oder was? Doch, jetzt kommt er. Ja, Stepanenko. Let's go. 4 Packs haben wir noch. Prime, Electrum, Spieler-Pack. Auf geht's. Let's go. Come on, EA. Come on. Kein Walkout. Schade. Wenigstens die erste Tafel vielleicht mal. Sehr gut, EA. Wenigstens das schon mal. Frankreich, Torwart und das ist Mondanda. Den haben wir leider schon. Aber ist okay. 83er nehmen wir erstmal mit. Sind gerade mal 1000 Coins mittlerweile. Werden wir erstmal noch ein Stück weit behalten, ne? Den haben wir sogar abgegeben. Okay, dann haben wir nicht. Herrera, Nuno Pinto abgestoßen. Und wir haben noch 3 Packs zur Verfügung. Seltenes Gold Pack. Let's go. Come on. EA, gönn uns doch mal was. Gönn uns doch mal was. EA, ihr habt doch Bock, oder? Kein Walkout. Es wird werden. Keine Tafel. Und das wird Innenverteidiger von Manchester United bei. Letzten 2 Packs. 2 45k-Packs. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Vielleicht holen wir jetzt nochmal ein paar Münzen raus. Vielleicht ziehen wir den Headliner. Ich hätte nichts dagegen. Aber EA, ja, macht Auge. Macht Auge. Denn 45k-Pack ohne Tafel ist jetzt nicht sonderlich gut. Ja, das ist Santi Gasola, den wir ja abstoßen mussten. Zumindest die Footmiss-Karte im gestrigen Video. Ja, was haben wir noch dabei? Katastrophe, Jungs. Absolute Katastrophe. Okay, Jungs. Letztes Pack. 45k-Set. Wollen wir jetzt nochmal einen Walkout rausholen? Ich würde mich freuen, EA. Vielen, vielen Dank. Mit der Nase. Und jetzt hört es hoffen. Jawohl! Letztes Pack. Walkout ist da. Und es ist sogar ein Headliner. Let's go! Es wird werden Spanien, ZM. Wer ist im ZM übrig? Ah, Sarabia, oder? 86er Sarabia. Schade, schade, denn der ist, glaube ich, derjenige, der am wenigsten kostet. Aber hey, das ist uns egal. Wir haben den Headliner gezogen. Das, was wir wollten. Sarabia kostet gerade 40.000 Münzen. Ist wirklich mit Abstand, wirklich mit riesengroßem Abstand, mit Ziyech die günstigste Karte. Ja? Ah, Jungs, aber es war geil. Es sah gut aus. Ja, es sah gut aus. Was haben wir dahinter? Noch ein Walkout? Ha, leider nicht, aber Pablo Sarabia ist da. Den werde ich direkt mal zu dem ganz entspannten Tech Avion mit benutzen, weil 40k ist sehr, sehr günstig. Und damit würde ich sagen, es war der perfekte Abschluss eines entspannten Videos. Wir haben unser eigenes 50k-Pack gemacht, wir haben Arnautovic abgeschlossen. Das ist übrigens unser Weekend League-Team. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ja, ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Wenn ihr drauf Bock habt, dass wir vielleicht unser eigenes 100k-Pack nochmal machen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin damit raus. Euer Chris und ciao.